Was geht, meine Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duelings. Heute mit einer Try-Hard-Ladder-Session, weil sich der eine oder andere das gewünscht hat und weil ich sowieso noch Cock diesen Monat hitten muss, ja. Wir spielen Red Eyes mit Sealed Tombs. Ich glaube, das müsste... Ich habe die Liste vor 2 Wochen von Decade übernommen. Ich glaube, das ist immer noch 1:1 das Gleiche. Hin und wieder ändere ich was ab, nachdem ich das ein bisschen getestet habe. Aber die Liste ist flawless. Die Liste ist nice. Das Einzige, was man jetzt nach 2 Wochen, nachdem diese Liste jetzt öffentlich gepostet worden ist, ändern könnte, ist, dass man vielleicht den Retro-Drachen... Oh, hier ist eine Spinne. Monka S. What the hell? Okay, Leute. Angriff der Spinnen hier. Was geht ab? total verwirrt. Man könnte den Retro-Drachen cutten und man könnte den AD-Changer auch nochmal mit einer anderen Karte ersetzen. Ja, mögliche Optionen sind, dass man beispielsweise die amazonische... Wie heißt sie? Schwertdame, ne? Oder Swordswoman. Genau, dass man die amazonische Schwertkämpferin nimmt und die amazonische Schwertkämpferin dann halt auch noch für den AD-Changer dann dieses Deck einbaut. Aber ich finde den AD-Changer eigentlich ganz niche. Auch gegen so etwas wie, falls man gegen hier Sub-Terror beispielsweise spielt und die dann halt einem den Slash-Dragon zudecken, kann man den halt wunderbar immer wieder aufflippen gegen Kanadiers, gegen Floodgates und sowas, die zwar nicht mehr allzu krass in Mode sind, aber gegen Stalldecks und so hat man da zumindest dann einen möglichen Out, okay? Und der Retro-Drache, ich weiß es nicht, manchmal rettet der Spiele, manchmal ist er einfach unnötig, aber hin und wieder landet er auch einfach nur für Red Eyes, Inside und Grave. Und was kann ich noch zu dem Deck sagen? Die meisten von euch werden das Deck wahrscheinlich kennen. Ich halte es kurz. Lindwurm ist nice als Backup-Plan, falls man irgendwie einen Slash-Dragon verliert. Und dann halt... Man normals damit mit dem Deck sowieso gar nicht bis kaum. Und der Lindwurm hat dann immer ein schönes Target in Form des Slash-Dragons, sodass man den dann halt auch End of Turn noch aufs Feld bekommen kann, ja. Macht der Wächter, muss ich nicht so sagen, OP die Karte gegen bestimmte Matchups und hat eine sehr, sehr gute Harmonie mit Slash-Dragon. Und ein Slash-Dragon mit Macht der Wächter ist zum Beispiel gegen Blue Eyes schon fast ein Auto-Win, kann man sagen, ja. Falls sie nicht irgendwie die krassesten Plays raushauen können. Kommt drauf an, ob die Beatdown spielen oder nicht. Beatdown kann... bisschen was kaputt machen, ja, aber meistens ist halt ein Slash-Dragon mit Macht der Wächter schon ziemlich brutal, okay? Wasserblade gegen das Mirror-Match und gegen alle anderen Dragon-Decks, allen voran Blue Eyes, schwarzer Metalldrache, ja? Am Anfang, als die Karte rauskam, haben Leute gesagt, die ist kacke. Irgendwann habe ich dann halt selber die Idee gehabt, wait. Das Problem ist mit den Red-Eyes-Decks, wenn man Turn 1 die rotäugige Fusion droppt, ja? Wenn man anfängt, ja? Hat man einen rotäugigen Hiebdrachen ohne irgendwelche Ausrüstungskarten. Und das ist schwach. Der braucht Support, ja. Für den Fall, dass der Gegner irgendwie den Drachen antargetet und man dann halt nochmal irgendwie ein bisschen Schutz hat. Macht der Wächter. Hilft da auf jeden Fall, oder schafft da auf jeden Fall Abhilfe, ja. Aber schwarzer Metalldrache ebenfalls. Und schwarzer Metalldrache hat den positiven Nebeneffekt, dass man ihn oder damit auch nochmal bestimmte Karten searchen kann. Beispielsweise den Retro-Drachen, wenn man ihn braucht. Beispielsweise für die nächste Runde noch eine rotäugige Fusion. Oder, keine Ahnung, wenn man sein Deck ein bisschen thinnen will, rotäugiger Einblick, ja. Richtig, 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 richtig gute Karte, vor allen Dingen variable Karte, gerade in dem Deck. Und Treacherous muss man, glaube ich, nicht so sagen. Beste Fallenkarte im Spiel, vielleicht sogar die stärkste Karte vom Power-Level her im gesamten Spiel. Mal schauen, ob die zur kommenden Banlist verboten wird. Aber aktuell, wenn man tryharden will, gehört die Karte eigentlich in fast jedes Deck. Und Sealed Tombs, Leute, ist insane. Ich hoffe, dieser Skill wird auch genervt, weil der schon... ein paar Decks mehr oder weniger unspielbar macht. Sealed Tombs ist sehr gemein. Bis zum Ende des nächsten Spielzuges deines Gegners kann kein Spieler Karten vom Friedhof verbannen oder Monster als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören. Das ist OP. Das ist wirklich ein OP-er Skill. Ich hoffe, der wird nochmal irgendwie ein bisschen abgeändert oder genervt. I don't know. Aber in der Form ist der, wie ich finde, zu stark, weil er halt einfach im Alleingang Spiele gewinnen kann. Und das sollte, wie ich finde, ein Skill eigentlich nicht können in so einem Spiel. Ja, falls ihr ein genaues Deckprofil zu Red Eyes wollt, ich habe da noch einige Red Eyes Sachen. Ich werde jetzt auch die Playlist heute machen, also Playlist ist jetzt in Zukunft auch immer in der Beschreibung, falls ihr die anderen Videos angucken wollt. Und ja, die Karte ist nur zum Fillen da, dass der Gegner nicht weiß, was wir spielen. Und Leute, let's go. Tryhard Session. Alright, Blue ist Umbra. Wahrscheinlich Sub-Terror, nehme ich mal an. Wir haben leider das Pech, dass wir keinen unserer... Red Eyes Fusion Outs auf der Starthand haben. Schwarzer Metalldrache wird dementsprechend einfach nur gesettet. Und die Treacherous Trap Hole wird ebenfalls nochmal gesettet.
Das ist auch das Nice an schwarzen Metalldrachen. Falls, es ist so ein Pseudo-Out für Red Eyes Fusion, falls man die Karte gerade nicht hat. Und, okay, das ist natürlich ziemlich stark für den Gegner. Er hat gerade die Treacherous erwischt. Und jetzt müssen wir weiterschauen, okay? Ist ja das Ding ist ebenfalls, ist Neos. Ich bin, glaube ich, gerade bei Legend 3. Ich habe heute schon 2 Rank-Ups verkackt auf Kok. War jeweils halt jedes Mal, weil ich gedead-drawed habe, was ziemlich uncool ist. Aber, hey, you know what? Passiert. Manchmal ist das so. Mal gewinnt man, mal verliert man, sagt man ja so schön, ne? So, maskierter Tribut, alright. Ich würde mal sagen, das sieht gerade nicht ganz so gut aus für uns. Kann er noch irgendwelche Karten setzen? Nee, macht er nicht. Es ist Subterror. Das ist Subterror mit Neos. Und er hat den OTK tatsächlich. Ja, er hat mich gerade tatsächlich Turn 1 OTK. Ja, passiert tatsächlich nur... Oder ist nur passiert, weil ich letzten Endes einfach kein Red Eyes Fusion habe. Sonst ist das eigentlich ein Auto-Win-Matchup, weil er nicht stärker ist als mein Red Eyes Dragon. Egal. Wir machen weiter. GG, and go. Also, das heißt, wir müssen jetzt im besten Fall die nächsten 5 Spiele gewinnen. Was möglich sein sollte, mit ein bisschen mehr Glück. Leute, kaum nehme ich Videos auf, ja, habe ich Red Eyes Inside und Red Eyes Fusion nicht mehr auf der Startbahn. Stop it! Ja, ihr verbreitet schlechtes Karma. So, ein Neftis-Deck von meinem Gegner. Okay. Wenn wir jetzt die Möglichkeit gehabt hätten, in irgendeiner Form an Red Eyes Fusion ranzukommen, hätte ich jetzt sogar gesagt, das ist ein sehr, sehr gutes Matchup. Ist das ekelhaft. Vor allen Dingen Seal Tombs gewinnt hier gegen sehr, sehr gut. Gegen den Neftis. Ja, wir müssen Metal Dragon setten, wir legen die heimtückische Fallgrube und dann passen wir. Mehr können wir gerade in der Situation tatsächlich nicht machen. Was ein bisschen blöd ist, aber ist halt so, ne? Machst du nichts. So, das ist ziemlich... Ja, wobei, ich muss eigentlich warten. Ja, ich muss eigentlich warten. Ich muss warten, bis er mein Red Eyes Dragon zerstört, oder? Alternativ kann ich jetzt Treacherous Trap Hole spielen und zerstöre einfach einmal den... Und mein Metal Dragon. Ja, das sollte auch funktionieren. Weil jetzt kann ich mir Red Eyes Fusion holen. Die Frage ist nur, will ich mir Red Eyes Fusion holen oder will ich mir den rotäugigen Einblick holen? Ich glaube, ich hole mir sogar den Einblick, einfach weil ich dadurch halt die Option habe, mein Deck ein bisschen zu thinnen. Ich kann dann halt den Lindwurm rausschmeißen aus dem Deck, sodass ich den Lindwurm im Nachhinein nicht ziehe. Und ja, aktiviert den Effekt von Neftis Jüngerin. Okay. Da kommt der heilige Neftis. Das ist in Ordnung. So, und wisst ihr, was wunderbar ist? Seal Tombs. Seal Tombs nimmt halt... Das ist das Traurige. Seal Tombs ist so gut gegen Neftis, okay? So unfassbar gut. Er kann den nämlich nächste Runde dann einfach nicht special und dadurch geht der Effekt im Laufe des Spiels verloren. Und er muss den nochmal beschwören. Das ist ziemlich traurig, aber so funktioniert das Ganze. Ja, findet ihr auch OP? Ich ebenfalls. Aber das ist halt so, ne? Tryhard Decks. Balance Patch sollte ja demnächst, glaube ich, auch wieder an das Spiel hitten. Und ich bin gespannt, wie es wird. So, wir schmeißen den AV-Changer ab. Warum den AV-Changer? Aus einem einfachen Grund. Falls unser Gegner dann in den nächsten Runden ein bisschen stallen will, können wir ihn davon abhalten, dass er stallt. Also, das sollte kein Problem sein. So, macht der Wächter. Jetzt gibt es Seal Tombs. Okay, wir hitten unseren Gegner jetzt für 3-3 ins Gesicht. Nächste Runde. Ja, er gibt schon auf. Okay, Seal Tombs ist halt einfach zu stark. Okay, wir fangen an gegen Seto Kaiba und haben Red Eyes Fusion auf der Hand. Das ist okay. Aber leider auch nicht mehr. Das ist ein bisschen blödes. Ich kann den AD-Changer aus dem Grave wegschmeißen oder aber den Buzzerblader, was halt minus 1 machen würde, aber ja, ich glaube, Buzzerblader ist hier the way to go. So, jetzt die Frage, Lava Golem reinspielen? Yes, no. Ich hätte den Lindwurm schon gerne im Grave. Ich glaube, den Lindwurm behalte ich erst. Auch weil ich ihm so ein zweites Target für Treacherous Trap Hole geben würde.
Heißt also, wir warten erstmal ab. Ist kein optimaler Start für mich und okay. Alright. Das ist ein witziges Matchup. Ich bin gespannt, ob er Berserk. What? Ah, okay. Neos Fusion kannst du halt tatsächlich überall spielen, ne? Ja, Neos Fusion kannst du tatsächlich in jedem Deck spielen. So, Schinkenretter, okay. Wir haben Steel Tombs. Steel Tombs ist halt gegen das Deck extrem gut und, yo, er spielt natürlich mit Beatdown. Warum? Das ist echt ärgerlich, Alter. Das sind so, keine Ahnung. Clown-Decks, will ich sagen. Aber die funktionieren halt. Das ist jetzt der Metal Drake. Ja, ich hab die letzte Runde gebraucht. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Das können wir eigentlich nicht mehr gewinnen. Also ich sehe keine Option, wie wir irgendwie gewinnen können. Okay, dieses Mal haben wir zumindest eine Starthand, mit der wir arbeiten können. Okay. So, wir schmeißen den Lindwurm ab. Das ist immer am optimalsten. Den willst du im Grave haben, den willst du nicht ziehen. Das ist eigentlich eine richtig geile Starthand. Okay. Red Eyes Fusion für unseren Slash Dragon. Und wir haben den AD-Change auf der Hand. Der bleibt auch erstmal auf der Hand, denke ich. So, wir setten die Treacherous. Und wir haben sogar noch die Option, unseren Slash Dragon zu verstärken, beziehungsweise seinen Effekt vorzubereiten. Für den Fall, dass wir es brauchen. Das Deck ist auch ganz nebenbei super nice, weil man thinnt sein Deck extrem gut aus. Also man schmeißt alle Karten, die man nicht ziehen will in bestimmten Matchups, einfach raus. Ja, und dann zieht man die nicht. Und so steigert man halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dann halt die Karten bekommt, die man unbedingt haben will. So, wenn es jetzt Set Pass ist, dann ist es definitiv Blue Eyes. Das sieht mir definitiv nach Blue Eyes aus. Jetzt nur die Frage, greife ich an oder nicht? Ich glaube, ich passe. Und bereite ein bisschen was für die nächste Runde vor. Diesmal aktiviere ich den Effekt von ihm. Ich bereite nämlich tatsächlich einen möglichen OTK vor. Ja. So machen wir das. Warten wir mal, was mein Gegner macht, wenn... Ah, okay. Hä? Ich bin verwirrt. Das heißt, er müsste den ja jetzt getopdeckt haben, oder? Ja, der müsste das ja jetzt gerade getopdeckt haben. Alright, kein Problem. Dann gibt's jetzt halt die Treacherous, nachdem der revealed hat, dass er doch kein Blue Eyes ist. Okay. Ah, es war der der Metal Dragon. Ah, okay. Jetzt ergibt das auch alles Sinn. Ja, ist nicht schlecht. Dann hätte ich eigentlich angreifen können, aber... Wenn es ein Blue-Eyes-Deck gewesen wäre, dann wäre das halt nicht ganz so nice gewesen. Von daher war das, glaube ich, schon relativ legitim, dass ich hier nicht angegriffen habe. So, rotäugiger Einblick. Okay, was wird jetzt weggeschmissen? Von der Hand, okay. Warum von der Hand? Das heißt, er revealed mir, dass er drei Karten auf... Ja, okay, er hat halt irgendwelche drei Karten auf der Hand, die ihm nichts weiterhelfen. Oder nicht weiterhelfen. Er kann auch ein Monster setzen. Das geht noch, tatsächlich. Also, okay, er kann sogar noch ein Monster setzen. Ja, jetzt würde ich mir den AD-Changer im Grave wünschen. Aber kein Problem. Red Eyes Fusion regelt selbstverständlich. Ich weiß definitiv, was das für eine Karte ist, die mein Gegner da hat. Das, also da hinten. Das ist nämlich die Red Eyes Return ist das, ne? Ja, das muss Red Eyes Return sein. So. Also erstmal gibt es den AD-Changer. Wir flippen die verdeckte Karte auf. Gucken mal, was das ist. Oh, wait. Ich hätte gar nicht aufflippen sollen. Aber an sich macht es jetzt eh keinen Unterschied. Ja, an sich ist es eh egal jetzt gerade. Ja, der Metal, der Dingens kommt, der Darkness Dragon ist okay. Aber an sich hätte ich das wirklich nicht machen sollen. Merke ich gerade. So ganz nebenbei. Okay, Steel Tombs. Wir greifen selbstverständlich hier erstmal an. Den Effekt vom Slash Dragon nutzen wir nicht. Den nutzen wir. Holen uns den Buster Blader schon mal. Einmal. Zweimal und dreimal. Aber ich hätte ihn nicht aufflippen dürfen. Weil ich wusste doch, dass es Red Eyes Return ist. Warum flippe ich denn also diese eine Karte auf? Das ist so unnötig. Weil dadurch erlaube ich ihnen ja nochmal, das ganze Zeug zu machen. Ja, das war unnötig von mir.
Date for Artgetter, next one. Aber das ist das Gute, ja, man, wenn man so ein richtiges Tryhard-Deck spielt und das dann aufnimmt, oh mein Gott, wenn man das dann aufnimmt, da weiß man circa, was man falsch gemacht hat, beziehungsweise was man dann einfach besser machen könnte. Oder was man halt besser hätte machen können. Das ist wieder so ein Ultra-Brick, ey. Das ist unbelievable, ja, das ist ein Brick vom Feinsten. Und unser Gegner spielt nicht mit, PP Hands. Noch ein Darkness Dragon. Metal Dragon, ja, dann warten wir. Den will ich eigentlich behalten, damit wir den Effekt von Red Eyes Slash Dragon aktivieren können. Ohne, dass wir da irgendwas machen müssen. Unser Gegner will aber auch nicht. Das ist aber okay. So, jetzt Red Eyes Inside. Perfekt. Also, dann geht's ab. Ist das eigentlich eine Unionskarte? Das ist keine Unionskarte. Union-Mechanik ist ganz nebenbei so outdated mittlerweile, ne? Ne, ist kein Union-Effekt. Von unserer Hand geht das so, ne? Du kannst... Von deiner Hand... Oh, oder von der Spielfeldseite. Das geht auch. Okay. Gut, das wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich's. Das ist echt gut zu wissen. So, dann gibt's jetzt erstmal die Red Eyes Fusion. Ich glaube, ich schmeiß den AD-Changer von der Hand ab, tatsächlich. Sieht ein bisschen weird aus, aber für den Fall, dass mein Gegner da hinten irgendwo eine Kanadier liegen hat, würde ich das schon gerne machen. Aber ich spiele jetzt gerade auch in Treacherous Trap Hole rein, aber das ist okay. So, dann gibt es jetzt erstmal den Metal Dragon einmal. Klatsch. Okay, Effekt ist live. Jetzt flippen wir den Boy auch noch auf. Den kann ich jetzt auch nochmal ausrüsten, ne? Perfekt, das heißt, der Effekt ist zweimal live. So, dann benutzen wir den Effekt vom AD-Changer. Einfach um ein bisschen zu pressuren und weil ich wissen will, was das für eine Karte hier hinten ist. Meme Deck. Meme Deck. Okay, das ist definitiv ein Meme Deck. Okay, 2100 Damage. Das, der Boy liegt im Grave. Und das ist, glaube ich, dieses Deck mit dem Black Luster Soldier. Ja, dem komischen Soldat des schwarzen Lichtes, heißt der Boy ja. So, Cosmic Cyclone ist okay. Er macht minus 1000. Ich kann jetzt halt den Effekt negaten. Was wir auch machen sollten, definitiv. Weil dadurch kriegen wir nochmal den Effekt rein von dem Boy. Ultimative Vorhersehung. Nein. Nein. Oh, da hat er mich outplayed. Da hat er mich outplayed. Ultimative Vorhersehung. Oh, ich hätte den Effekt nicht aktivieren dürfen. Das war absolut gar nicht gut. So, also das war wirklich nicht gut, Leute. Das war wirklich nicht gut. Oh, jetzt laufe ich nämlich echt Gefahr, eventuell zu kassieren. Okay, AD-Changer. Einmal den, einmal den. Kann ich den AD-Changer hitten? Ja, ich habe den AD... Nein, habe ich nicht. Habe ich den AD-Changer gehittet? Ich weiß es gar nicht. Okay, was passiert jetzt? Okay, nichts. Puh, ich glaube, ich habe den AD-Changer gehittet. Nee, die... Hä? What the fuck? Ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Ich weiß gerade absolut nicht, was passiert ist. Das ist, Fragezeichen, 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 Feeling vom Feinsten. Alright. So, Slash Dragon kommt jetzt aber erstmal. Was war das denn gerade? Hä? Wait, was ist da gerade passiert? Zeige dreimal dein Gegner zu, oder geil. Bestimmt hat, fing ich seine Hand zu. Ach so, weil ich den AD-Changer gewählt habe. Oh, okay. Es ist aber trotzdem weird. Ich glaube aber, es ist jetzt an der Zeit, Seal Tombs zu nutzen. Das müsste. Ja, okay. Seal Tombs gewinnt auch gegen dieses Deck wieder das Game. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich gespielt habe. Wir müssen uns das Ganze kurz mal angucken. Okay, wir müssen uns das Ganze kurz mal angucken. Wogegen haben wir gerade gespielt? Ich werde ganz nebenbei morgen, jetzt wo ich es wieder sehe, ein Tutorial machen, wie ihr Skills farmen könnt. Okay, weil jetzt ist die Zeit, wie ihr Skills farmt. Okay? Ja, das ist so dieses Meme-Deck mit dem heiligen Soldaten. Das müssen wir irgendwann auch mal nutzen. Das ist eigentlich ganz witzig. Vor allen Dingen, weil die meisten Karten in diesem Deck Free-to-Play freundlich sind. Ja. Seto Gaiba.
Seto Kaiba with a good starting hand. Das ist eigentlich immer wirklich... Also ich glaube, das ist wirklich die beste Starter, die du haben kannst, ganz nebenbei. Weil du hast hier literally alles. Die Frage ist, was schmeißen wir ab? Ich würde sagen, weil es Kaiba ist, den Buster Blader. In dem Fall, dass es wie gesagt Blue Eyes ist. Das ist wirklich die beste Starter, die du haben kannst. Du hast halt den Retro-Drachen, der halt deinen Slash-Dragon wiederholen kann. Du hast eine Ausrüstungskarte für den Hieb-Drachen. Und du hast Treacherous. Das ist die perfekte Starthand, Leute, ja? Hier hast du wirklich all das, was du haben willst. Müssen wir halt nur noch gucken, was unser Gegner spielt. Mirror Match. Alrighty. Mirror Match klingt interessant. Das ist der Lindwurm einmal. Den schickt er ins Grave. Ist es ein 1-1 Mirror Match? Weil viele andere Leute, die spielen jetzt Amazon Slash Woman. Da müssen wir mal gucken, ob das ein 1-1 Mirror Match ist oder nicht. Ich weiß nämlich aus Erfahrung, dass das eventuell ein bisschen knifflig werden könnte, das Mirror Match. Je nachdem, was für eine Liste du spielst. Ich mag ganz nicht mal die Playmat hier mit dem legendären Fischer. Die ist ganz stylisch, finde ich. Ja, die ist ziemlich stylisch. Stylisch. Alright. AV Changer. Okay. Into Slash Dragon. Alright. Perfekt, er hat noch ein Target gelegt. Oh, das war ein Big Mistake. Das war ein richtig großer Fehler von ihm. Ja, yep, er wollte mich OTK'en. Er wollte mich OTK'en. Aber ich glaube, das geht auch gar nicht. Aber das wäre auch gar nicht gegangen. Ja. Nevermind. Svirkuribo or Bust heißt es jetzt für meinen Gegner. Wenn er Svirkuribo hat, kommt er hier noch irgendwie raus, ansonsten nicht. Aber das weiß ich nicht. Diese Karte ist ja auch eher so eine Meme-Karte. Ja, die flippst du halt mit dem AD-Changer auf, übernimmst die Kontrolle vom Gegner und dann kannst du ihn OTK'en. Ja, sehr, sehr interessante Kombo. Aber ich hätte den Effekt auch negieren können, ne, indem ich den Metal Dragon abschmeiße. So, wir haben jetzt drei Siege in Folge, ne? Vielleicht können wir ja Cock jetzt noch in diesem Video hitten. Das wäre natürlich ziemlich nice. Wir machen Safe Call minus 1 mit dieser Hand. That's not good. That's definitely not good. That's not good. Nicht das, was ich haben will. Okay. Red Eyes Mirror Match. Unser Gegner hat aber Red Eyes Fusion. Und er hat definitiv einen besseren Start, als ich es habe. Aber ist okay. Jetzt kommt die Red Eyes Fusion. Schauen wir mal, was unser Gegner abschmeißen wird. Seht ihr, das sind die Listen mit den Amazon Swordswoman. Alles okay. Und ich glaube, in dem Fall gibt es direkt die Treacherous, weil ich habe gar keinen Bock auf einen Slash Dragon, der einen Swordswoman oder so in sich hat. Das klingt jetzt komisch, aber ja. Wir nehmen Red Eyes Inside, einfach um das unser Deck zu finden. Und hoffen, dass unser Gegner nichts weiteres hier hat. Das wäre ziemlich nice. Ne? Hat er nicht. Hat er doch, so verzeihung. Okay, zwei Backrow-Karten. Macht der Wächter ist da. Sieht aber trotzdem nicht gut aus. Definitiv nicht. So, Lindwurm kommt ins Grave. Er kann eine Karte aktivieren. Weiß nicht, was das für eine Karte sein könnte, die er jetzt aktivieren konnte. Red Eyes oder Return of the Red Eyes könnte das sein. Maybe. Wir schmeißen den AD-Changer ab und einen Red Eyes vom Deck. Und jetzt hoffe ich einfach, dass er nicht selber eine Treacherous Trap Hole hat. Okay, perfekt. Das heißt, wir können jetzt Macht der Wächter nutzen. Wenn er jetzt irgendetwas hat, was mich targetet. I don't care. Und wir greifen einfach an, weil das wahrscheinlich ein Metal Dragon ist. Alternativ könnte ich jetzt Seal Tombs nutzen. Aber... Seal Tombs wäre... Nein. Kein Seal Tombs. Zumindest noch nicht. So. Wir aktivieren den Effekt vom Slash Dragon. Für einen AD-Changer. Jetzt haben wir zumindest zwei Karten, die wir theoretisch wegschmeißen können. Falls da was Blödes passiert und...
Ich glaube, man sieht mir an, dass ich gerade ein bisschen verwirrt bin, oder? Ich glaube... Ja, es ist Return of the Red Eyes, dachte ich mir schon. Ich glaube, man sieht mir gerade an, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Okay. Okay, okay, okay. Das ist ein starker Top-Deck. Das ist ein sehr, sehr starker Top-Deck. Einfach, weil ich jetzt die Monster vom Gegner loswerde. Und ich glaube, jetzt ist wirklich ein Zeitpunkt. No! Ich habe das falsche... Oh! Okay, GG. GG. Ich habe die falsche Karte ausgewählt. Das sind so Dinge, die wären dir im TCG nie passiert. Die wären dir im TCG nie passiert, okay? Oh! Aber hier passieren sie dir. Aber im TCG wären sie dir einfach nie passiert. Und das ist frustrierend. Oh, das ist richtig frustrierend. Leute, das ist richtig frustrierend. Ich habe für die Fusion, ja. Für die Fusion habe ich, meinen eigenen Slash Dragon ausgewählt, anstatt das Red Eyes Monster vom Deck. Dadurch verliere ich halt Macht der Wichter und mache effektiv minus 1. Oh, jetzt kann er Synchro beschwören. Come on. Stufe 10 Synchro. Was könnte das sein? Ist das diese Stufe 10 Synchro-Karte, die ich auch aus Meme-Gründen in meinem Deck habe? Ist sie das? Nee, okay. Interessant. So, da ist der Metal Dragon. Den legen wir auch an. Was ist das für eine Karte, die mir ein Gegner gesettet hat? Ich weiß es nicht so wirklich. Aber mein Gegner spielt auch komisch. Das Ding ist, ich kann jetzt nächste Runde den Effekt vom Lindwurm aktivieren. Um meinen Slash Dragon Nummer 2 aus dem Grave zu holen. Richtig? Ja. Das heißt, wir sind effektiv wieder auf dem gleichen Stand. Mehr oder weniger. So. Okay. Ja, Return of the Red Eyes geht mir halt richtig auf den Sack. Der bekommt dadurch halt jedes Mal, Oh. Okay. Ah. Now that's strong. Oh nein, ich hab das Game aus der Hand geworfen! Fuck! Fuck! Das geht mir richtig auf den Sack. Ah, Konami. Na ja, okay, eigentlich ist es nicht Konami schuld. Eigentlich ist es meine Schuld, weil ich so dumm bin, aber. Ist okay. Ja, passiert. Jetzt verliere ich halt gegen den rotäugigen Erzunterwetter der Bitze. Oh, er macht sogar noch eine Synchro-Beschwörung. Okay, was kommt jetzt? Stufe 10 Synchro. Büroroboter Jet? Was? Du kannst einfach mal erwähnen, dass du kontrollierst dich. What? What happened? Ah! Okay, Leute. Ich sag euch eins. Wir hätten das gewonnen. Wirklich. Wir hätten das gewonnen. Okay, wenn ich nicht diesen einen Fehler gemacht hätte. Weil Zieltums hätte auch hier wieder wunderbar Return of the Red Eyes aus dem Spiel genommen. Okay. Das ist echt frustrierend. Das ist echt frustrierend. Wegen diesen einen Klick zu verlieren. Aber macht's besser als ich. Ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Damit ihr ihn nächstes Mal nicht macht. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich mache das dann eben heute fix offstream. Geht eigentlich relativ schnell mit dem Deck. Dankeschön fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Yu-Gi-Oh! Duel Links. Deckvorschläge in die Kommentare. Denkt dran, ich lese alles. Und mal schauen, was ich nächstes Mal für ein interessantes Deck für euch habe. Euer Rigi. Ciao.